Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tür 23. Es ist schon der vorletzte Tag. Morgen haben wir Weihnachten. Und ja, wir fangen direkt wieder an mit unseren Türchen. Und zwar, wie immer, mit dem IKEA. Dort, 23, wieder kein Bildchen dahinter. Habe ich gestern die 23 statt die 22 aufgemacht? Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Dann machen wir heute die 22 und da ist ein Bild hinter. Ist ja lustig. So, Kalender. Das sind die Hot Dogs. Okay, und hier ist anscheinend ein Memory. Ein sehr einfaches Memory. Wenn das denn ein Memory ist. Oh, aha. Jo. Zum Mimo. Okay. Ja, dann. Gucken wir mal. Ich glaube, ich bin nicht besonders gut in diesem Ding. Ah, okay, ich den Rabatt. Gut, das war jetzt nicht besonders schwer. Ja, ein Memory. Zumindest gab es mal was Interaktives. So, und hier haben wir so einen Schokoladenwürfel. Bitte nichts Flüssiges. Eine feste Creme. Ich kann immer nicht sagen, wonach die Creme schmecken. Sind aber lecker. So, dann haben wir Lernstark. Heute habe ich euch kein anderes Video vorbereitet oder mit reingetan. Deswegen geht es direkt weiter mit Dr. Marie. So. Es ist wieder was Stoffmäßiges. Oh, ein Beutel. Ein Beutel. Zack. Ja, sowas kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Da kann man immer was mitmachen. Ich gucke aber gerade noch mal auf die Internetseite. So, ich nehme euch noch mal kurz mit auf meinem Bildschirm, weil ich kann euch leider die Datei nur hier zeigen. Und zwar gibt es heute noch dazu, zu diesem Jütebeutel, so eine Datei von Thorsten Berger. Hätte, würde, könnte, sollte, alles eben durchgestrichen und dann unten eben diesen machen. Ja, nicht schlecht. Und wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir hier auch direkt weiter. Und zwar mit der Datei von Tintenrebell, die heute im Kalender war. Und von Tante Plotter war heute diese Datei, eine Strass-Datei. Ja, das war heute in meinen beiden Online-Kalendern. Ja, und dann kommen wir direkt zu dem Kalender von Miss Fruchteis mit dem vorletzten Päckchen. Ja, wenn ich jetzt wieder wüsste, wo die 23 war, glaube ich. Ah, kommt, wenn ich jetzt irgendwo mittendrin anfange, geht es auch nicht schneller. Da sind sie, siehst du? Die zusammenhängte. Die war's. So, die 23. Und heute haben wir hier diesen Teddybären. Und unser Spruch lautet wie folgt: Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir. In Psalm 43, Vers 8. So, und ich hole einmal dieses Päckchen mit dem Teddybärchen. So, ich habe das Päckchen gefunden und würde tippen, keine Ahnung, aber ich tippe einfach mal, dass es eine Badekugel mit was Süßem ist.
Ich weiß nicht. Wir schauen mal nach. Ja, da lag ich doch ganz richtig. Und zwar haben wir Deine Verführung von Rossmann, ein sprudelndes Pflegebad mit Granatapfelduft und ja, riecht schon ein bisschen raus, riecht halt sehr seifig. Und dann ein Ferrero-Küsschen und meine Lieblings-Twix, nämlich in Weiß. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Ja, ich habe dein Video gestern vermisst. Ich glaube, gestern kam keins. Aber das macht ja nichts. Dann kommen vielleicht heute zwei. Okay, ihr Lieben, dann ja, war es das schon für heute. Und wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder zum 24. Ja, und genießt noch die Zeit. Macht euch nicht zu viel Stress, auch wenn bestimmt noch viel zu tun ist. Ganz entspannt. Und genau, lasst euch nicht stressen. Gut, ihr Lieben, bis morgen. Tschüss.